leider, irgendwie ist das iPad gerade einfach ausgegangen, deswegen versuchen wir es mit dem zweiten iPad und hoffen, dass es jetzt besser klappt. Vielleicht willst du deine Frage nochmal kurz wiederholen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Was sind eure, also Hund und Partner fragt, was sind eure Ziele als Hundetrainerin? Habt ihr einen Bereich, den ihr in Zukunft ausbauen wollt? Ah ja, genau. Ich hatte schon angefangen zu reden, aber dann ist es aufgefallen, dass das iPad nicht mehr aufgenommen hat. Genau, ich hatte erzählt, dass wir im Moment uns ja viel auf den Rückruf spezialisieren. Wir vor Ort einen Workshop gegeben haben zum Rückruftraining und ich habe ja auch das Webinar auf Instagram live gemacht zum Rückruf. Und das ist halt so, worauf wir uns in der letzten Zeit halt viel konzentrieren. Aber Lisa kommt auch, glaube ich, mit ihrer Leinführigkeit noch ein bisschen nach. Ja, also zum Thema Leinführigkeit und Rückruf. Ich glaube, die Themen werden wir so ein bisschen ausbauen und natürlich die Mensch-Hund-Beziehung auch an sich. Weil wenn das Grundgerüst nicht stimmt, dann... Genau, es wird halt immer so die Voraussetzung für jedes gute Training. Daher ist eine gute Mensch-Hund-Bindung halt auch immer was ja nicht unbedingt aus Trainersicht, aber halt als Voraussetzung, wie gesagt, einfach berücksichtigt werden sollte, damit auch ein gutes und erfolgreiches Training stattfinden kann. Ja. Und ich glaube, da profilieren wir uns ein bisschen in dem Bereich und da sehen wir uns auch so ein bisschen als Experten und legen da einfach sehr viel Wert drauf. Und ja, ich glaube, das kann man so sagen. Okay. Stand da noch was oder ist euch die nächste Frage? Okay, unsere liebe Juli von Wanderroute fragt, was ist für euch die jeweils allerschönste Eigenschaft an eurem Mann? Oh, gar nicht an den Hunden. Das ist eine süße Frage. Bei den Hunden kam sie aus der Pistole geschossen. Ja, also ich glaube, bei Luki ist es einfach so, dass er so mega spontan ist und dass er auch einfach Sachen in die Hand nimmt, weil ich bin manchmal so schwer da drin, mich zu entscheiden und Luki nimmt das dann in die Hand und sagt, komm, Kiki, wir machen das jetzt. Vor ein paar Tagen hat es in Österreich so geregnet, dass er gesagt hat, Kiki, pack deine Sachen, wir fahren jetzt zum Gardasee nach Italien. Einfach von Österreich mal noch ein paar Stunden weiter nach Italien, sind wir einfach mittags losgefahren nach Italien. Das war mega krass, also die Eigenschaft liebe ich und auch wenn wir keine Kinder haben oder noch keine Kinder haben, das ist ein anderes Thema, irgendwann mal in der Zukunft, ist, glaube ich, Luki ist einfach sehr fürsorglich und echt ein wirklich ein guter und ehrlicher, herzensguter Mensch. Ich finde, es gibt nicht so viele ehrliche Menschen. Mhm. Und sowas schätze ich an Leuten allgemein einfach sehr. Und ja, das sind so seine guten Eigenschaften. Also bei Stefan ist es, glaube ich, dass er immer ganz gute Ratschläge hat. Das stimmt. Und immer gut, wenn man sich nicht entscheiden kann, dass er sagen kann, hey, ich glaube, das ist das Richtige, jetzt nicht nur für sich, sondern auch für uns zum Beispiel. Silvan hat uns mehr als einen guten Ratschlag schon gegeben, das stimmt. Und ich glaube, das ist so seine beste Eigenschaft. Ja. Okay. Me and my dog fragt, wie seid ihr darauf gekommen, Podcasts aufzunehmen? Das war Silvans Idee. Echt? Ja, das war Silvans Idee, wo wir gerade beim Thema sind. Er meinte am Anfang, macht doch auch mal einen Podcast, ihr telefoniert doch den ganzen Tag, schneidet doch mal ein bisschen was mit. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ja, damit ist es ja nicht getan. Aber dann sind wir trotzdem weiter dran geblieben, weil wir wollten ja nicht an unserem Gequassel die ganze Zeit euch teilhaben lassen, sondern unsere Gedanken vielleicht ein bisschen geordneter in die Welt bringen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sich das so... Also ich glaube, der Vorschlag kam auf jeden Fall von ihm. Und wir haben uns dann weiter damit beschäftigt und dachten, wir springen auf die Welle jetzt mal mit auf. Ja, weil es auch nicht so viele Hunde-Podcasts gibt, ne? Ja, und dachten, das ist halt einfach auch eine gute Möglichkeit, um auf uns aufmerksam zu machen, dass ihr auch was Persönliches von uns mitbekommt, unsere Trainingsphilosophie oder allgemein unsere Positive-Life-Philosophie, die einfach so zu verbreiten. Und wir sind ja noch gar nicht so lange mit dem Podcast am Start, 3 Monate jetzt ungefähr. Ja. Ja, genau, 3 Monate. Vor 3 Monaten haben wir uns in Hamburg gesehen. Krass, wie schnell die Zeit, vergeht, oder? Ja. Ja, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß, weil Lisa und ich, wir reden so viel, wir telefonieren fast jeden Tag und dann bleibt es auch meistens nicht unter 2-3 Stunden. Und dachten wir, reden können wir ganz gut, dann machen wir das doch mal auch gleich für euch, dass ihr alles irgendwie mitbekommen könnt, worüber wir reden. Das stimmt. Ja, und so kam dann so die Idee. Jetzt muss ich einmal die nächste Frage suchen. Das sind ja auch andere Kommentare unter dem Post, ich muss gerade hier mal filtern. Sonst kannst du schon die nächste Frage stellen. Also, Pause of Caesar fragt, was sind eure Ziele? Auf jeden Fall so viele Mensch-Hund-Teams
mit unserem Podcast zu bereichern, die da teilhaben zu lassen, denen Tipps zu geben, die weiterzuhelfen und gern auch dann irgendwann mal in persönlichen Coachings begleiten zu können. Das wäre natürlich super schön. Also, ja, einfach irgendwie. Ja, ich glaube, Luki und Silvan unterhalten sich gerade. Einfach so viele wie möglich von euch auf eurem Weg irgendwie auch begleiten zu können und ja, irgendwie auch so persönlich bei euch dabei zu sein und jetzt nicht irgendwie alles Mögliche abzufertigen, sondern ganz viele schreiben uns ja auch schon privat und wir nehmen uns auch immer ganz viel Zeit auf alle privaten Nachrichten, sei es jetzt per E-Mail oder Direct Message bei Instagram oder so, dass man halt auch wirklich eine Bindung auch zu den Leuten aufbaut und ein persönliches Coaching hat, weil kein Training der Welt passt einfach auf jeden Hund. Jedes Training braucht unterschiedlich lang oder jedes Mensch-Hund-Team braucht unterschiedlich lang und hat unterschiedliche Ansprüche und kann das eine vielleicht gut, was der andere noch nicht so gut kann. Und die Möglichkeit, andere Mensch-Hund-Teams persönlich dabei zu betreuen, auch, auch übrigens eine schöne Eigenschaft von ihm. Dass er ist super witzig, ja. Richtig witzig. Luki ist immer für einen Lacher zu haben. was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Auf jeden Fall, die Leute persönlich zu betreuen, das liegt uns auf jeden Fall stark am Herzen. Soweit wir das halt machen können aus der Distanz heraus, über unsere Skype-Coachings oder Instagram oder Telefon oder wie auch immer. Wir haben ja noch einiges geplant. Wir haben noch einiges geplant, bleibt gespannt. Genau, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ich habe die nächste Frage jetzt hier gefunden. Ist eine ganz schöne Frage und gar nicht so einfach. Wie findet ihr heraus, ob eure Hunde glücklich sind? Mega coole Frage und zwar von Tim May. Also bei Finn kann man das richtig gut erkennen, denn der hatte vor fast circa einem Jahr die Magendrehung und da hat man wirklich gesehen, dass ihm wirklich richtig schlecht ging und wo wir hier spazieren gelaufen sind, habe ich es auch zu Kiki gesagt, man merkt, wie er wieder auflebt. Und der Gesichtsausdruck, er ist glücklich, die ganze Körpersprache ist glücklich und aufgeregt auch und also positiv aufgeregt, freudig aufgeregt, so war er, das war richtig schön zu sehen, dass es ihm so gut ging wieder. Ja, und daran erkenne ich wirklich, er ist glücklich und das strahlt er dann irgendwie aus mit, nicht nur vom Gesicht her, sondern mit seinem ganzen Körper irgendwie und das ist einfach so, Sami ist sowieso immer glücklich, also Sami ist einfach dauerglücklich in dem Dauerzustand und das ist einfach so schön. Also da kann ich mir wirklich ein Beispiel drin nehmen. Ja. Obwohl wir auch schon sehr viel lachen. Und ja, das stimmt. Und ja, aber bei Finn, das tut mir auch selber so gut, ihn einfach endlich wieder so glücklich zu sehen. Ja. Das ist wunderschön. Bin gespannt, wie ihm gleich unsere Wandertour gefällt. Ja, ich auch. Bei Nala ist es so, wenn wir unterwegs sind, also auf Spaziergängen oder so, Nala ist zwar zufrieden an alleine, aber man merkt halt, wenn man sie von der Leine lässt und sie dann rumgehen kann, dann ist sie freudig und also allein von der Körpersprache, der Körper ist aufgerichteter und das Schwänzchen wedelt und sie lacht, sofern, also meistens ist es ja das Hecheln bei ihr, aber also durch die Aufregung kommt das Hecheln ja auch immer so ein bisschen, aber sie springt dann durch die Felder wie so ein Häschen. Auch gestern waren wir in so einem ausgedörrten, trockenen Flussbett unterwegs. Und dann war so ein kleiner Bach, der dazwischen immer so herfloss zwischen den Steinen und sie ist da so dran rumgeplanscht und so. Also, dass sie einfach so aktiv ist. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, das würde man jetzt bei jedem Hund so erkennen, dass er in dem Moment dann so zufrieden und glücklich ist. Und zu Hause merke ich es einfach, dass sie sich einfach manchmal so auf den Rücken legt und Schwänzchen wedelt und uns anguckt und Aufmerksamkeit möchte und das liebt, mit uns zu interagieren und auch gar nicht irgendwie so auf andere Hunde vielleicht angewiesen ist und dass sie es einfach so liebt, in unserer Nähe zu sein, also dass ihr Alltag sie auch glücklich macht und nicht nur irgendwie Spaziergänge, die Action das bedeuten. Ne? Ja, und das ist halt, das ist so wichtig, was wir auch immer versuchen zu sagen, dass Ruhe und Ruhe einfordern und so, dass das auch wichtig ist, beziehungsweise, dass man dem Hund das halt mit den Hund halt dazu drängt, ruhig zu sein, also ihm dabei hilft, wenn er Ruhe halt, genau, wenn er das halt nicht selber schafft. Ja. Und dass man aber dann merkt, okay, der Hund kann entspannen und ist dann halt irgendwie auch zufrieden und glücklich und das ist auch irgendwie echt ein super schönes Gefühl, würde ich sagen. Okay, Shelty Cassie fragt, ob wir schon mal angesprochen wurden und nach einem Foto gefragt.
Ich noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Also so prominent sind sie, glaube ich, nicht. Aber wenn ihr uns mal irgendwo seht, keine Ahnung, jetzt wie hier in Österreich, ja gut, das Video kommt nicht heute online, aber ist ein bisschen doof. Aber keine Ahnung, wenn ihr uns mal irgendwo seht, dann könnt ihr gerne kommen, dann können wir gerne ein Foto machen. Also viele schreiben uns schon, ob wir nicht mal Lust hätten auf ein Treffen. Und klar, generell haben wir super Lust, mal so ein Instagram-Treffen, größeres Instagram-Treffen zu machen. Aber wir haben halt einfach leider nicht die Zeit, um immer so weite Strecken zu fahren und uns mit jedem Einzelnen zu treffen. Auch wenn wir das natürlich super gerne machen würden. Vielleicht halten wir uns das mal offen, dass man vielleicht mal so ein größeres Treffen organisiert. Da müssen wir mal gucken. Solche Nachrichten kommen dann schon regelmäßig. Und das würden wir, wie gesagt, auch gerne nachgehen. Aber die Zeit ist ja leider... Bisschen zu knapp. Genau, ist ein bisschen zu knapp. Wie heißt euer YouTube-Kanal? Das ist ja auch so ein bisschen Lisas Baby. Ja, ich versuche mich nämlich gerade so ein bisschen im Schneiden und so mit den Videos. Unser YouTube-Channel heißt Positive Life Coaching, ne? Positive Life Coaching. Positive Life Coaching. Also nur der Podcast heißt Positive Life und alles andere, unsere Website heißt auch positive-life.de. Aber YouTube-Channel heißt Positive Life Coaching. Ja, das ist übrigens auch so eine Frage, die mir gestellt wurde. Die steht jetzt hier nicht unter den Kommentaren. Ich glaube, das wird mal als persönliche Nachricht geschickt. Ich muss gleich mal nachgucken. Was überhaupt Positive Life bedeutet? Und eigentlich eine ganz gute Frage, und wie der Name zustande gekommen ist. Fünf Wochen später. Vielleicht sollten wir das mal irgendwie aufklären. Und zwar, Positive Life ist einfach nur POR wegen Pfote, also P-A-W, das englische Wort für Pfote. Und dann halt einfach... Von positiv. Ich kann das Wort gar nicht mehr fast normal. Ich kann auch noch, ich sag mal, positive. Ja. Und die Leute, die sagen immer so, hey, wieso spricht die das so komisch aus? Das heißt positive, so, ne? Nein, positive wegen Pfote und dann halt als so ein Gemisch aus Pfote, weil wir halt was mit Hunden machen, und positive, also positive, wie positiv, und dann halt einfach, dass man eine positive Lebenseinstellung, deshalb live, Hunden gegenüber, beziehungsweise mit seinen Hunden zusammen irgendwie hat. Und das Coaching dahinter ist halt einfach der Firmenname, weil wir halt Coachings machen, damit man das halt einfach so zusammen hat. Und der Podcast heißt halt einfach nur Positive Life. Deswegen kommt das manchmal so ein bisschen durcheinander. Also wir als Firma heißen eigentlich Positive Life Coaching. Der Podcast heißt Positive Life, und auch auf diesen Statement-Shirts, die wir haben, steht nur Positive Life. Also klar, es ist auch unser Firmenlogo, aber das Coaching fehlt halt, und das soll halt einfach als Statement rausgetragen werden, weil es muss ja nicht jeder unser Firmenlogo rumtragen, sondern das soll einfach als Statement Positive Life. Ich habe einfach ein Positive Life mit meinem Hund. Ja. Ich lege da viel Wert drauf, mit meinem Hund zusammen ein schönes Leben zu verbringen, und uns geht's gut zusammen. Ich möchte diese positive, das ist schon so schwer, das zu sagen, positive Lebensphilosophie nach außen treiben, und das ist so ein bisschen die Message dahinter und wie unser Name entstanden ist. Wir haben auch lange für den Namen gebraucht. Ja. Ob Deutsch oder Englisch, ob was mit Paw oder ohne, und Partners gab es auch noch. Also haben wir uns positiv entschieden, weil wir es irgendwie schöner und passender fanden, und ich bin jetzt auch überglücklich, dass wir das so haben. Und dass das Logo auch so schön ist. Immer wenn wir schreiben, dann schreiben wir schon gar nicht mehr Positive Life Coaching, sondern PLC. Also so können wir es einfach kürzer, das ist ja so ein schon recht langer Name. Ja, also die Frage kam jetzt noch, und ich glaube ansonsten... Ich habe hier noch eine. Okay, ich werde sonst durch. Und zwar von Die Fellmonster Beanie Pur. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mich würde mal interessieren, wie ihr zwei zu eurer Arbeit gekommen seid. Was hat euch dazu inspiriert, das zu tun, was ihr gerade macht? Sehr coole Frage. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich suche gerade nochmal die... Du kannst ja schon mal anfangen zu erzählen. Ich suche gerade nochmal die Nachricht. Ja, wo fange ich da an? Also ich wollte schon immer mit Hunden und Menschen arbeiten, und ich wusste nicht genau, was ich machen möchte, und habe mich dann einfach so ein bisschen im Internet informiert. Ich wollte mehr über meinen eigenen Hund lernen. Klar, ich bin mit Hunden aufgewachsen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann auch ein guter Hundetrainer bin. Aber es hat sich immer mehr rauskristallisiert, weil ich dann auch im Verein tätig war, dass mir die Trainertätigkeit dann doch ganz schön viel Spaß macht. Und dann habe ich mich für die Ausbildung angemeldet, und so hat das dann alles irgendwie seinen Lauf genommen. Also ich dachte auch früher, dass ich so meine eigene Hundeschule aufmache und dies und jenes. Ja, dass ich aber dies und jenes und so anbiete, und das hat sich jetzt aber in der Zeit, vor allem wo wir irgendwie auch so viel machen, so geändert, und wir haben unsere Prioritäten gesetzt und den Fokus woanders hingelenkt, und was ich aber mega gut finde, weil genau, das sind wir einfach auch. Und
Ja, also ich glaube, man hat auch, oder jeder hat ja auch so ein bisschen den Wunsch, sich so selbst zu verwirklichen, aber weiß aber auch nicht so richtig, wie Und was? und was man machen soll. Und der Wunsch ist irgendwie in jedem da und man sucht immer danach, aber wir gehen ja gleich Gott sei Dank wieder in die Sonne. Und so war das bei mir auch. Ich wollte schon nur Psychologie studieren, bevor ich überhaupt meinen ersten eigenen Hund hatte. So, da wollte ich das schon machen. Da war ich aber noch in meiner Ausbildung damals zur Mediengestalterin. Also ich bin eigentlich gelernte Webdesignerin. Und Was war uns auch da schon. zugutekommt. Also klar, also unsere normalen Jobs, Bringen uns viel weiter, finde ja, ich. also ich bin So. halt wie gesagt gelernte Webdesignerin und Lisa ist Ich bin, Bürokauffrau oder was hast du gelernt? ja, also gelernt habe ich Verwaltungsfachangestellte, war dann Ah, aber okay. lang im Chefsekretariat und habe dann halt so die Koordination und so alles gelernt und das Was war uns wirklich auch sehr cool. zugutekommt, alles Bürokratische ab an Ja. Lisa, weil das hasse ich übelst, da komme ich überhaupt nicht mehr klar, gerade auch. Kiki, du musst da noch unterschreiben, da. Elisa, wo muss ich jetzt so genau unterschreiben? Sag mir das bitte noch. Also, das ist auf jeden Fall gut, dass wir da unsere ganz normalen, also was heißt anerkannten, aber so ganz normale Ausbildung gemacht haben. Es gibt ja keinen 3-jährigen Ausbildungsgang zum Hundetrainer, zumindest noch nicht in Deutschland. Ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann nochmal kommt, Also dass es sich nicht gibt, jeder Hundetrainer schimpfen darf. Klar, es gibt die ja. Sachkunde. Dass sich, also es darf auch heute nicht mehr sich jeder Hundetrainer schimpfen. Gott sei Dank ist das jetzt da. Aber trotzdem, ich darf mich Hundepsychologe schimpfen, auch wenn ich einfach nur das Studium gemacht habe. Und das ist halt, also da ist es auch Ja. geprüft, aber es ist eine andere Sache wie eine staatliche Anerkennung, wie eine Ausbildung zur Mediengestalterin Ja. oder sowas, ne? Ja, und auf jeden Fall, damals wollte ich schon Hundepsychologie studieren, aber dachte mir, nee, Hund ist jetzt erstmal irgendwie, jetzt kann ich es mir irgendwie ermöglichen, habe ja dann auch auf 30 Stunden gekürzt und so weiter. Und dann nahm das halt alles so seinen Lauf und ich habe einen Blog angefangen und so kam das so nach und nach. Und durch den Blog ist halt eine Firma auf mich aufmerksam geworden, die gemeint hat, ja, hast du nicht Bock mit uns zusammenzuarbeiten? Und hi Baby! Na, mein Schatz? Na, Martin? Die sieht man halt einfach fast gar nicht. Du siehst du nass, wir gehen gleich erstmal hier. Schön in die Berge. Und ja, es ist eine Firma auf mich aufmerksam geworden, die gefragt hat, ja, hast du nicht Bock mit uns zusammenzuarbeiten und fällt dir nicht noch eine zweite Person ein, Hundetrainerin oder so, die Ahnung von Hunden hat. Und ich hatte bis dahin, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal geschrieben hatten, ich habe Lisa auf jeden Fall auf So hin Instagram und gefolgt, wieder und so Kommentare haben wir uns geschickt. aber jetzt irgendwie nicht tiefgehend, sie hat mir so cool, was sie macht, die hat ja auch die Ausbildung bei Zima und Falke gemacht. Und ich so, ja, ich wüsste so eine, ne? Die Lisa von Oh, krass. Pfotenliebling. Und dann haben wir die halt angeschrieben Ja. und dann angefangen zusammen mit der Firma an einem Projekt zu arbeiten. Und währenddessen haben Lisa und ich gemerkt, das ist ultra cool, was wir hier gerade machen. Das macht so viel Spaß. Aber noch lieber würden wir das eigentlich machen, wenn wir unsere eigenen Chefs sind. Girl Bosses. Girlbosses, ja. Und es war eine sauschwierige Entscheidung, aber ich würde so im Nachhinein sagen, mit einer der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich glaube, das hat uns auch wachsen lassen Ja, irgendwie. total. Also es war wirklich, wirklich schwer. Und ich weiß noch ganz genau den Abend, das war Ja. im Mai, Ja. wo wir gesagt haben, boah, Kiki, wir müssen uns jetzt endlich mal entscheiden. Ja, wir müssen uns einfach Ja. mal auch der Firma gegenüber jetzt mal entscheiden, ob wir das jetzt so weiter durchziehen oder ob wir es selber machen. Ja, und dann war das der Abend. Ich habe danach noch was mit Luki und einem Freund, der zu Besuch war, getrunken und das gefeiert. Und wo wir gesagt haben, okay, wir machen das selber. Und das ursprüngliche Projekt, was wir geplant haben, ein größeres Projekt, das ist jetzt erstmal noch weiter in die Ferne gerutscht. Aber dadurch ist der Podcast gekommen, dadurch ist das Webinar gekommen, unser Rückruftraining, unsere Website, Unsere Kampagne. unsere Coachings, die Spendenkampagne. Ich glaube, das sind alles Sachen und auch unsere Philosophie, dass wir halt auch unsere Philosophie vertreten dürfen. Da wären wir einfach sonst nie drauf gekommen, wenn wir das halt in Kooperation mit jeder anderen möglichen Firma, also es hat jetzt gar nicht mit der Firma zu tun, sondern einfach, dass wir den Wunsch hatten, das alleine zu machen. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und das ist jetzt ein halbes Jahr her, dass wir das erste Mal telefoniert haben. Ich weiß noch, wie ich das Telefonat angefangen habe. Hallo, liebe Lisa, hallo Lisa. Es war so schön und es ist jetzt ein halbes Jahr, gut ein halbes Jahr Oh, her. haben wir dann nicht auch schon 2 Stunden Ja. telefoniert? Es Ja, war. das hat dann den Grundstein. Ich dachte mir so, Alter, ich habe 2 Stunden mit Lisa telefoniert und jetzt ist es so, boah, ich habe heute nur 2 Stunden mit Lisa telefoniert. Und es ist so, wir hätten uns das niemals geträumt und wir sind natürlich gerade auch noch mitten am Anfang und es ist noch viel zu erwarten, wir haben noch viel geplant,
Sind aber so mega zufrieden, wie sich bisher alles entwickelt und so viele tolle Leute auf unserer Seite zu haben und dass auch unser Training so gut angenommen wird, unsere Philosophie so gut angenommen wird. Und das ist auch, glaube ich, genau das, was wir erreichen wollten, dass die Leute sagen, boah, endlich kommt mal jemand, der sagt, mein Hund muss nicht 3 Stunden jeden Tag Ja. raus oder jeden Tag 2 Stunden trainiert werden und man muss Agility machen und man muss diesen noch machen und diesen Hundesport und diesen Trick und auch ein Spaziergang muss immer geübt werden. Und das werde ich mal sagen, so. Alles okay. Also, ihr müsst es nicht jeden Tag machen. Und das war, so viele Leute haben uns schon geschrieben und gesagt, boah, danke, dass ihr uns den Druck nimmt, weil es hat auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, so den Druck darin. Und das ist so, ja, auch irgendwie unsere Hauptmessage so gewesen. Und ja, so hat sich, ich weiß gar nicht, was die ursprüngliche Frage Ich war. weiß gerade nicht, ich weiß auch nicht mehr, aber So sind wir auf jeden Fall zu Positive Life gekommen. Und ich glaube, dass, ja, dieses Q&A hat jetzt so ziemlich viele Fragen, die uns auch so immer wieder gestellt werden, nochmal zusammenfassend beantwortet. beantwortet. Ja, einfach so Sprachfehler. Ja. Ja. Und wir hoffen damit, alle eure Fragen jetzt beantwortet zu haben. Ja, und dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr Genau. solche tollen Videos sehen wollt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Schreibt uns gerne irgendwie Kommentare in die Infobox. Ja, in die Infobox können die Leute nicht schreiben, oder? Ach so, nee, wir Unter. packen es in die Infobox Wir sind noch nicht so fit mit YouTube und so, das kommt noch ein bisschen. Schreibt es uns einfach als Kommentar. Genau. Ja, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, die Leute kommen zu Ja, wir gehen jetzt ab in die Berge, ein paar Fotos machen und mit den Hunden eine schöne Runde gehen. Und ich glaube, unsere Männer warten auch. Wir haben gesagt, das Q&A dauert maximal 20 Minuten. Jetzt sind wir bei 40. Ups. War ja, ja aber die. klar, oder? Also, unsere Männer, unsere Instagram-Hustler, die kennen das mittlerweile ja von uns. Aber ja, wir beenden das jetzt an dieser Stelle. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Stay positive. Deine Kiki. Und deine Lisa.